Raus aus der Medikamentenfalle. Alternativen. Psychische Krankheiten gibt es schon so lange, wie es den Menschen gibt. Aber erst seit 1950 behandelt man sie mit Tabletten. Verschwunden sind sie dadurch nicht. Im Gegenteil, noch nie zuvor galten so viele Menschen als psychisch krank wie heute. Die medikamentöse Behandlung ist also bereits an ihre Grenzen geraten. Das spüren auch viele Patienten. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht nach Methoden und Mitteln, mit denen seelisches Leid nebenwirkungsarm gelindert werden kann. Leider kennen auch wir keine alternative Wunderpille, die zuverlässig und schnell seelisches Leid beendet. Es ist eine große Herausforderung, eine seelische Erkrankung zu bewältigen und ein langwieriger Prozess. Jeder Betroffene ist Kapitän seines eigenen kleinen Schiffes und muss seine Route durch den Ozean finden. Es gibt Leuchttürme zur Orientierung und Karten mit Wasserstrecken. Und manchmal kommt ein Rettungsboot vorbei und begleitet uns ein Stück. Aber sicher ist, irgendwann müssen wir das Ruder wieder selbst in die Hand nehmen. Wer aktiv nach Unterstützung sucht, befreit sich aus der Opferrolle und erhält die Kontrolle zurück. Viele Menschen bereuen, nicht wenigstens einen Versuch mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten unternommen zu haben. Zur Verfügung stehen beispielsweise Pflanzen, psychosoziale Hilfen, Yoga, Meditation, Lichttherapie und vieles mehr. Die Zusammenstellung im Buch soll Mut machen, nach Alternativen zur medikamentösen Behandlung zu suchen. Jeder muss selber herausfinden, welche Methode zu ihm passt. Manchmal ist es ein sehr langer, steiniger Weg zur Medikamentenfreiheit. Aber am Ende bleibt das Ergebnis Freiheit. Mehr Informationen finden Sie in dem Buch Genug geschluckt. Psychopharmaka erfolgreich und dauerhaft absetzen. Von Dr. Peter und Mahinda Ansari. She slips in a new line. It's Christmas for crosstalk. The bar is a beehive. My outline is all chalk.